Supermarkt Samstag bei ProbierTV und heute geht es mal wieder nach Oberösterreich, das Linzer Bier. Welcher nicht ganz unbekannte Braumeister hinter diesem Bier steckt, darüber reden wir, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der ausschließlich für Biere reserviert ist, die aus einem Supermarktregal auf diesem Globus gezogen wurden. Und heute ist es ein Wunsch von euch, ich habe leider vergessen von wem, es war vor ein paar Wochen ein Kommentar unter einem Video, ich sollte doch mal das Linzer Bier probieren. Und ja, ich war tatsächlich vor ein paar Tagen in Oberösterreich und habe mir eine Flasche davon mitgebracht. Und habe mich dann auch ein bisschen auf die Suche gemacht und versucht herauszufinden, von welcher Brauerei ist denn dieses Bier und was steckt denn da so dahinter? Und ich bin relativ schnell dahinter gekommen, es ist die Braunion. Die Braunion hat offensichtlich die Rechte am Namen bzw. auch die Rezeptur für das Linzer Bier, was es wohl mal 1921 gegeben hat und wo die Originalrezeptur herstammt, zumindest aus dem Jahr, in ihrem Besitz und hat diese Marke jetzt neu belebt. Und treibende Kraft war der Martin Simeon aus Kaltenhausen, der Kreativbraumeister aus eben solcher dieser Brauerei und kommt ja aus der Gegend von Linz oder ist, glaube ich, sogar Linzer. Und da ist es natürlich persönlich eine Herzensangelegenheit, so eine Marke dann auch mal wieder zu nutzen und zu leben, zu erwecken. Und das hat man gemacht. Im Augenblick wird das Ganze noch in Zipf gebraut. Das ist ja nicht allzu weit weg. Es kommen 5,2 Volumenprozent Alkohol daraus, 12,2 Plato, es ist Wassergerstenmalz Hopfen enthalten und 12,2 Plato habe ich gesagt, ja. Aber man möchte das Ganze auch mit der Stadt Linz ein bisschen mehr verknüpfen und in der Kraftwerkshalle der Tabakfabrik in Linz entsteht gerade eine kleine Brauerei und das Linzer Bier soll dann auch wieder auf Linzer Boden gebraut werden und finde es eine schöne Geschichte und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Martin da auch wieder seine Finger mit im Spiel haben wird. Wie es jetzt schmeckt, das klären wir einfach mal durch einen Selbstversuch und Bottle Cap gibt es nichts Außergewöhnliches, das ist eine schnöde goldene Kappe und ansonsten schenke ich mir das jetzt hier mal in ein Spiegellau-Lagerglas ein und schau, was da geliefert wird, wie denn Linz so ausschaut, aber es ist eine, ja, klare, blassere, gelbe Farbe. Es hat relativ viel Schaum oben drauf, fingerbreit, schöne intensive Kohlensäure, das Ganze glanzfein bis zum Abwinken. Die einzige Trübung ist ist das beschlagene Glas. Es ist natürlich ein bisschen heißer draußen, 5 bis 7 Grad, denke ich mal, haben wir hier locker. Dann würde ich sagen, was die Nase sagt. Oh. Es ist jetzt nicht zu intensiv. Es ist eher so auf der getreidig-süßlichen Welle unterwegs. Aber schaut mal. Boah, der Schaum bleibt auch schön am Glas hängen. So ein bisschen getreidig, süßlich, grasig. Also es ist ein helles und da passt das ja eigentlich perfekt. Aber es ist jetzt keine Aromenbombe, das haben wir auch nicht erwartet und muss es auch gar nicht sein bei dem Bierstil. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Erster Antrunk, überraschend trocken. Nicht jetzt ganz knochentrocken, aber es ist eher auf der trockenen Seite zu Hause. Schöne getreidige Noten, grasige Hopfen, auch der Farbe entsprechend so ein bisschen strohig, schöne Würze auch mit dabei. Und die malzigen Noten, die kumulieren sich so ein bisschen zu einem schönen, brotigen Eindruck. Es hat auch so eine leichte, subtile Fruchtigkeit. Also da ist von allem ein bisschen was dabei. Es ist nicht zu intensiv. Es ist einfach ein richtig schön, wenn man jetzt böse sein wollte, würde man sagen, es ist ein richtig gutes Shitbier. Aber es ist möglicherweise auch genau das, was dieses Bier sein will. Ein Bier für jeden Tag und möglicherweise auch für 2 oder 3 Halbliter-Gläser. Also dass man davon nicht nur eins trinkt, sondern auch mal das eine oder andere mehr.
Aber wie gesagt, schönes Mundgefühl, schöne Würzigkeit, diese bisschen diffuse Fruchtigkeit. Ja, es ist nichts, wo ich sage, das ist ein Bier, wo man ganz tief eintauchen muss. Das ist kein Bier, wo man jetzt die Nuancen suchen muss, sondern das ist einfach ein ehrliches, geradliniges Bier, was man eben zu jedem Anlass trinken kann, zu jeder Speise trinken kann, zu jeder Jahreszeit genießen kann. Und ja, das will es vermutlich sein und das ist es dann auch. Schöner, schlanker Körper, schöne, spritzige Kohlensäure, richtig erfrischend, süffig, glatt in der Textur. Das macht richtig Lust, dieses Bier zu trinken. Es wird hinten raus, und das ist vielleicht so ein bisschen der Wermutstropfen, es wird ein bisschen dünner, es verwässert so ein bisschen. Das macht es natürlich auf der einen Seite ein bisschen erfrischender auch, auf der anderen Seite natürlich auch super trinkbar, aber es lässt dann halt im Geschmack auch enorm nach. Es bleibt hinten so ein bisschen so eine kräutrige, bittere im Abgang hängen und die Süße nimmt ein bisschen überhand, die Würzigkeit bleibt und ja, es ist ein Bier, was wie gesagt von jedem, an jedem Tag, an jedem Ort, zu jeder Zeit genossen werden will und dieser Job ist, glaube ich, sehr gut erfüllt. Wenn es das nicht ist, dann lege ich natürlich voll daneben, aber ich glaube, diese Handschrift ist gut erkennbar. Das Linzer Bier am Supermarkt Samstag gibt von ProbierTV 3 von 5 möglichen Punkten für das Linzer Bier, das Original aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Und ich bin sehr gespannt, wenn dieses Projekt dann mal mit einem eigenen Brauhaus in der Tabakfabrik so vielleicht seinen Höhenpunkt findet. Und da werde ich dann auch sicher für euch vor Ort sein und mit dem Martin vielleicht ein paar Takte darüber reden. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und ein Abo dagelassen habt. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.